Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Incredibles. Wir sind auf dem Weg in das Municipal Umland, um dort die Fabrikswelt zu lösen. Oder aufzulösen. Hallo, hier ist Jane Johnson mit den Tagesnachrichten. Hier sind die neuesten Meldungen. Die Ernte wurde vernichtet und Nutztiere laufen im Landwirtschaftsbezirk vom Municipal frei herum. Eine Bande aus Minenarbeitern pflügt durch die Felder und bohrt sich in die Stille hinein. Wir sind uns über die Wurzel des Unglücks uneins, aber man hat das Gefühl, als hätte man diese Art von unterirdischem Aufruhr schon mal erlebt. Ich zum Beispiel kann mir schon denken, wer die Bemühungen unserer hart arbeitenden Bauern untergräbt. Vielleicht der Tunnelgräber? Camp Hero. Da waren wir schon mal. Okay, wir sind plötzlich hier, also komplett woanders, wo wir reingegangen sind. Diese Minenarbeiter haben keine Chance gegen diesen Sheriff. Aber ich muss hier bleiben und auf diese Leute aufpassen. Okay. Es ist vermutlich am besten, wenn du gegen die Minenarbeiter kämpfst. Ich würde dir im Kampf gern beistehen. Aber ich werde hier gebraucht. Stück Bohrköpfe. Beschützt die Zivilisten. Beruhig dich, Freund. Wenn ich drauf wäre, würde Chaos herrschen. Ich hab da so ein paar Moves drauf. Vielleicht soll ich mal auf einen vernünftigen Charakter wechseln. Roboter zum Beispiel. Was kannst du für eine schöne Attacke machen? Die Minenarbeiter können sich wirklich schätzen, dass ich auf diese Leute hier aufpassen muss. Sonst würde es richtig wehtun. Willkommen live vor Ort. Es gab tatsächlich Augenfolgen des jüngsten Angriffs der Minenarbeiter. Von ihrem Anführer fehlt jedoch jede Spur. Okay. Okay, er hat auch noch Laserstrahl. Ich glaube, das war ja Ednas Grundstück, oder? War es das? Oder war es das von den Paars, was wir die geschenkt bekommen haben? Wenn es Ednas Grundstück wäre, dann würden die doch komplett zerlasert werden von den 1000 Verteidigungsanlagen. Okay, ist anscheinend hier vorne. So, dann nehme ich mal kurz Reflux. Okay, bisschen ernüchternd. Ich soll nicht da rein. Ich wollte gerade ins Haus reingehen, aber macht gar keinen Sinn. So, dann haben wir hier alle weggesappen. So, es sind mittlerweile 11 Millionen. Bunk. Und Bunk. Wer ist jetzt dran? Wie sind die da hingekommen mit ihren 1000 Laser-Verteilungsanlagen? Kannst du mir das erklären, Spiel? Okay, diese ganzen Steine zu zerstören lohnt sich eigentlich gar nicht. Also gibt es einfach ein bisschen Geld raus. Und Geld ist absolut irrelevant mittlerweile. Aber ich weiß halt auch nicht, was man mit diesem Geld machen soll. Also vorher war es ja so, man musste halt die roten Steine kaufen und sowas. Und jetzt einfach so, ja, hier,
hast du einfach, wenn du so ein Set baust. Das kostet ja alles nichts. Klar, Charaktere, wo diese Tütchen freischalten, aber die sind jetzt auch nicht so selten. Also die sind nicht so teuer und die sind dafür halt echt selten. Ja, wir haben jetzt nämlich schon 13 Millionen, also jetzt ist halt, wir brauchen kein Geld mehr, nie wieder. Und bumm. Das sind noch zwei Gegner. So, das gemacht. Vielen Dank, Downs. Jetzt muss ich wirklich weiterarbeiten. Ich muss Geschichte schreiben. Ja, nice. Danke, Partner. Ich wollte gerade mitmachen, als du die Sache schon im Griff hattest. Aber egal. Gut gemacht. Dankeschön. Noch ein goldener Stein. Mission abgeschlossen, jetzt für noch die zweite Mission. Dann können wir hier wieder hochspringen. Und losfliegen. So, hier dürfen wir einen Minenarbeiter bekommen, der dann graben und untergraben kann wahrscheinlich. Ich glaube, das brauchten wir in einer Mission, also im freien Spiel irgendwann nochmal. Also nicht hier in der Overworld, sondern halt in einer Mission im freien Spiel. Haben wir versteht. Ja, was brauchst du denn? Diese Bohrer tauchen überall auf meinem Land auf. Vernicht meine Ernte und erschreckt meine Tiere zu Tode. Meine Kuh Daisy wäre fast ohnmächtig geworden. Bitte hilf mir! Ja, für die Kuh Daisy können wir machen. Und heulen Grund und Boden. Treibt die Bohrer zurück. Und wie? Zieht die Bergarbeiter. Und Bunk. Und weggetreten, dann kriegst du noch einen Tritt. Und noch ein paar mehr. Weg mit dem Bohrer. Und den nächsten. Also ich weiß eigentlich, beide mal, also beide müssen uns genau dasselbe. Hey, geh da hin und verprügel alle. Und hier ist, hey, geh da hin und verprügel alle, Mensch. Oh, und so kommen wir es noch da. Ich dachte, die ist schon lange weg. Noch einmal einen super Angriff machen. Klasse, ja, ist wichtig. Ach, der Multiplikator, nice. Ich bin auf dem Weg. Und weg mit der Kombo, weil ich keine Attacke machen konnte. Schade. Egal. So, dann nochmal die hier machen. Oh, ich habe nur viermal geschafft, weil ich nicht oft genug gedrückt habe. Naja, egal. Bring den Traktor zurück. Das stimmt. Einfach mal den Typen überfahren, der beklaut wurde. Hallo, werter Herr Bauer. Okay, ich dachte, wir müssen aussteigen, aber es geht auch so weiter. Oh, danke, mein Freund. Ich bin so froh, dass Sie weg sind. Jetzt können Daisy und die anderen Kühe nachts wieder ruhig schlafen. Das ist doch schön.
So. Hier ist Jane Johnson nochmal mit den neuesten Meldungen zur Situation im Landwirtschaftsbezirk von Unicyburg. Die Ernte konnte gerettet werden. Ganz recht. Die Maulwürfe wurden vertrieben und die Minenarbeiter zurückgedrängt. Sie haben sich wieder in den Untergrund zurückgezogen und die Felder sind endlich wieder frei von Verbrechern. Wo sich hingegen der kriminelle Underlord, der Tunnelgräber, aufhält, der als Superschurke hinter den ganzen Verbrechen zu stehen scheint, ist indes unklar. Wann wird er wieder auftauchen? Das weiß ich leider auch nicht. Aber wir waren die Verbrechensfälle abgeschlossen und kriegen dafür dann auch gleich wahrscheinlich die Hippies. Also die Stärken von ihm. Schläger. Die wahrscheinlich einen Teil der Kräfte haben werden. Immer ist die Kuh Daisy wieder Glück. Das ist das Wichtigste, obwohl das eigentlich keine Kuh ist. Sondern ein Bulle heißt das, glaube ich. Ja. Schläger des Tunnelgräbers. Ein Bauset. Neue Verbrechen entdeckt. Wo sind sie denn jetzt? Diesmal ist es im Gewerbehafen. Okay. Da könnte dann der Nachrichtenreporter kommen? Ich habe noch eine Menge Solarenergie übrig. Lass uns noch mehr Verbrechern das Handwerk legen. Okay, machen wir. Also kein großer Fan von diesen Dingern. Warum musste man das so machen? Also warum muss ich jetzt zwischen Kartellmanager und B drücken? So, wir haben jetzt das hier. Das sieht aus wie ein Bienenstock. Spot. Sagt mir auch gar nichts, muss ich sagen, leider. Unglaublich. Das glaube ich gar nicht, glaubt ihr es. Und es hat auch wirklich viel Geld, was man einfach so mal random bekommt. Also, dann haben wir jetzt noch Spot, mit dem wir graben können. Kann er auch untergraben? Hm, nicht, dass ich wieder mit Licht. Okay, das ist auch schon mal cool. Wer zur Hölle ist Spot? Klassikmodus, ne? Danke. Uhu. Ja, das möchte ich eigentlich nicht haben. Also ich hätte halt eher so 10-fach-Punkte oder halt diesen Sucher für besondere Gegenstände gerne gehabt. Aber erstmal können wir die ganzen Charaktere mal anklicken. Alte Dame, Lucius Bess, habe ich sonst noch jemand aktiv? Ich glaube nicht. Dann machen wir jetzt erstmal Flash. Und loslaufen. Es ist auch relativ viel rechts am Rand verteilt und der Rest ist so links. Aber in der Mitte von der Karte haben wir anscheinend schon alles geholt, was es so gab. Können wir dann mal auf der Karte gucken, aber für mich ist das so. Hä? Warum habe ich dafür eine Minute Zeit, wenn das so wie 20 Sekunden dauert? Also 22 Sekunden, was zur Hölle? Ja, eher fortfahren. So, wir haben nämlich hier halt einfach gar nichts, halt nur hier ein bisschen und hier unten ein bisschen. Würde ich sagen, gehen wir mal zum Fliegencharakter über. Okay, du kannst nicht fliehen, du kannst nicht fliehen. Nehmen wir Tradewind. Und holen die Sachen bei Ednas Haus. Oder um Ednas Haus rum. War das vorher einfach nicht auf und bin ich deshalb nicht rein oder was war hier der Plan? Ich hab schon welche, aber ich nehm's trotzdem. Okay, da geht's gar nicht runter. Super Spiel, danke. So, eins war dann nur hinterm Haus irgendwo. Ja, einfach hier. Okay, liege ich einfach random rum. Gut zu wissen. Dann ist der nächste ist irgendwo hier gewesen.
Ach, ein Wasser hier, okay. Ah, hier direkt, okay. Haben wir hier vielleicht irgendwas zum Zerstören, was hier so einfach rumliegt? Also eine Statue? Nö, schade. So, Wohngebiet haben wir schon fertig. Das heißt, hier noch eins, Moment, hier. Hier sind noch zwei goldene Steine. Das war im Wohngebiet, das danach ein Disney-Pixar-Set ist. Also hier so ein Familienbauset. Kein Pixar-Bauset, sondern nur das Familienbauset, glaube ich. Ich glaube, Pixar-Bauset sind dann halt die speziellen... Warum ist jetzt Party? So. Und dann haben wir... Hier eine Arsch und hier muss man noch was reparieren. Oh, ich verstehe diese Anweisungen nicht. Die könnten genauso gut auf Latein sein. Hä? Gibt's hier irgendwo alte Römer, die einem helfen könnten? Ja, quasi schon. Perfekt. Vielen Dank. Gut, dann mal sehen, was da oben ist. Halt dich fest. Es kommt direkt auf uns zu. Wir gehen informieren. Hm. Fast erschlagen worden. So, haben wir noch 50 goldenen Steine offen. Also wir sind schon relativ weit gekommen. Kriegen dann da wahrscheinlich noch eine ganze Menge durch die ganzen Minikits. Also sonst nochmal, okay, nicht ganz Menge, sondern einfach nur 12. Dann haben wir das wieder wirklich fertig. Dann haben wir es noch offen. Wohngebiete. Noch einmal zurückkehren ins Bankenviertel. Das Industriegebiet. Die Urban Heights, komplett normal. Das haben wir, das haben wir. Und nochmal das Hafengebiet, um da nochmal einmal was abzugeben. Na gut, kann ich noch irgendwas suchen, was ich hier finden kann? Ja, eigentlich bräuchte ich dafür halt die roten Steine jetzt. Das ist das Problem. Weil ich kann jetzt nicht irgendwas suchen. Also ich könnte schon suchen, aber das zu finden wird halt schwierig. Ich habe halt keine, was mir noch fehlt. Racing Ralph, du bist hier. Habe ich das nicht schon gemacht mit dir? Doch, das habe ich ja schon gemacht, Racing Ralph. Sieht hier nicht nach einer nicht so schönen Gegend aus, tatsächlich. Das ist ein goldener Stein. Hier hinten irgendwas zum Reparieren vielleicht? Ich meine, irgendwo war hier noch was, aber... Kannst du es mir komplett irre? Warum zeigen die ganzen Sachen hier irgendwo hin? Okay, sein Spruch ist ein bisschen nervig. Nett und kein Wasserschaden. Ich kann mal ruhig was anderes sagen. So, was anderes, was ich hier noch mitnehmen könnte? Oder zeigen die... Okay, hier zeigt auch noch mal einer hin. Was macht hier Geräusche? Das gefällt mir nicht so gut. Hm. Aber hier scheint es erstmal nichts zu geben für mich leider. Also hier zeigt ja noch irgendwas hin. Also das Schild hier zeigt ja hier so dran vorbei. Ist ja die Frage, ob es hier noch was gibt, aber... Sieht gerade... Doch, da ist tatsächlich was. Hm. Hätte ich mal lieber drauf achten sollen. Sondern was ist? Was mit dir? Aber das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? Meine ich. Okay, da habe ich gleich einfach nur einen goldenen Stein bekommen. Da sie nicht fliegen kann mit ihren Abfelderkräften, das wäre cool. Habe ich hier noch irgendwelche anderen fliegenden Charaktere mittlerweile? Ah, die alte Dame hat auch wahrscheinlich ihre Katze mit. Ne, Splash Damage, Splash Down. Den wollte ich eigentlich nicht haben, weil der halt immer diesen nervigen Spruch bringt. Trade Wind, den Spruch finde ich so schlimm. Ist halt auch nervig, weil sich auch immer wiederholt, aber den von dem einfach noch schlechter. Okay, hier ist nochmal ein,
Screenslaver-Ding. Eins weniger. Dürfen das bei 9 von 10 sein, oder? Ja, hier gucke ich nach, genau. Screenslaver-Zeug. 8 von 10. Ich habe sogar zerstört. Ich habe wahrscheinlich die Basis zerstört, ne? Ich muss jetzt zweimal rauffahren, genau. Deshalb habe ich es nicht bekommen. Ich dachte gerade kurz, das ist buggy oder so, aber nee, man muss da wirklich zweimal raufschlagen. Ist auch die Frage, ob das zu welchem Bezirk das zählt. Also das hätte nicht anders platzieren sollen. Gehen wir noch eins davon? Das ist ziemlich sicher in der im Zentrum, okay. Okay, gut. Dann würde ich auch sagen, reicht es für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.